Schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 17. September 2024 und höre gerade in den Nachrichten und lese auch gerade, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat der CDU wird, weil gestern hat ja Henrik Wüst, der ja 30 Jahre jünger ist, führt ja hier in Nordrhein-Westfalen das größte Land. Er hat ja noch Zeit, wie Jens Spahn ja auch. Das sind die Leute in der zweiten Reihe. Haben ja alle noch Zeit und geben jetzt Friedrich Merz, Mister, der auch von BlackRock kommt, von einer größten Investmentbank hier in Amerika, war er im Vorstand, 10 Jahre nicht in der Politik und machte den Kurs von der Merkel weiter. Aber wie gesagt, wir gehen gleich mal in die neuesten Wahlumfragen. Söder zieht zurück. Ist nur erstaunlich, was mir hier so auffällt, dass das genau vor der Brandenburg-Wahl passiert. Soviel ich weiß, hat Herr Lindemann oder hier beim Sommerinterview, Herr Merz, glaube ich, haben immer noch gesagt, wo die gefragt worden sind, wer jetzt hier Kanzlerkandidat wird. Das verschieben wir hier Oktober noch zeitnah in den Herbst hinein. Aber jetzt sieht man vielleicht auch, dass die SPD und die Altparteien in Brandenburg hier starke Probleme bekommen. Und wenn schon ein Herr Kretschmer von Sachsen hier dann lautstark sagt, wählt nicht den CDU-Mann, sondern wählt hier Mr. Woidke die SPD, damit die AfD, weil die SPD ist die einzige Partei, die die AfD noch einholen kann. Die liegen, glaube ich, 3-4% nur auseinander, also auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und sollte SPD gewinnen, jetzt in Brandenburg mit Wagenknecht-Partei und noch einer Grünen dabei, dann geht das alles so weiter oder mit der CDU zusammen alles so weiter wie gehabt. Da wird sich nichts ändern, alles wird kaputt gespart, noch mehr Flüchtlinge kommen, Lehrer fehlen, innere Sicherheit fehlt, Brücken gehen weiter kaputt. Das wisst ihr da in Brandenburg. Ich habe ja da so ein Video gemacht. Ich kann euch nur raten, wählt mit beiden Stimmen die AfD. Auch hier nächstes Jahr im Bund, aber vorher kommt ja noch Österreich mit der FPÖ, die liegen ja auch mit 30% weit vorne, aber keiner will ja mit der FPÖ zusammen regieren. Da haben wir in Österreich ja auch eine Brandmauer mit Herbert Kickl und Nehammer und wie sie alle heißen, mit Babler, der den da richtig beleidigt hat. Es ist alles unfassbar, was hier abgeht politisch mit diesen ganzen Brandmauern. Und wie gesagt, nächstes Jahr im September unter Friedrich Merz gehen wir gleich auch nochmal in die Umfragen. Stand heute, mit wem kann Herr Merz regieren? Stand wäre ja mit den Grünen. Dann hätten wir das Gleiche, was hier in Nordrhein-Westfalen ist. Alles wird kaputt gespart, Vetter und Wirtschaft seilen. Ne? Da bleibt die Baerbock Außenminister, Habeck bleibt vielleicht auch Wirtschaftsminister. Keine Ahnung, wer da, ne? wenn die Grünen mitregieren, wird sich hier nichts ändern. Keine Kernkraftwerke, wir müssen bis 80 arbeiten und noch andere Fallstricke, noch mehr Steuererhöhungen, noch mehr Abgaben. Und das Leben hier in Deutschland wird nicht bezahlbar sein. Wie gesagt, oder es kommt dann nächstes Jahr eine GroKo nach den Bundestagswahlen, dann hätten wir das Gleiche wie unter Merkel, nur statt Merkel haben wir dann Merz und die größte Oppositionspartei wäre dann die AfD. Mal schauen, ob die dann wieder keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen kann, weil die nicht gewählt wird. Da gehen die Brandmauern weiter. Die CDU übernimmt die Themen der AfD, was eigentlich eine richtige Frechheit ist. Aber wie gesagt, das Volk ist ja der Souverän und normalerweise müsste hier die AfD für die direkte Demokratie stimmen. Die haben die im Wahlprogramm, das müsste eigentlich gemacht werden, habe ich ja auch schon mehrere Videos gemacht, weil die Macht geht eigentlich vom Volke aus und das kann nicht sein, dass eine Regierung, eine Ampelregierung oder auch die CDU am Volk Gesetze vorbei machen. Hier muss man ganz klar das Volk als Kontrollorgan mit einführen. Dieses ganze parlamentarische, genau wie Heiser, Peter Hane sagt, ich möchte nicht von einem Kevin Kühnert oder einer Ricarda Lang oder sonstige, die da nicht richtig ausgebildet sind oder kein Studien, kein Berufsabschluss haben, von denen möchte ich nicht regiert werden. Ganz auf den Punkt gebracht, das müssen schon fähige Leute sein. Und wenn es von mir ist, alte Männer mit Silberhaaren, die wenigstens Erfahrung haben, die Deutschland nicht in einen dritten Weltkrieg reinführen, die gescheite Verhandlungen mit Russland, mit Amerika als Vermittler hier, damit hier in Europa kein Krieg passiert,
Das musste alles verhindert sein. Und es kann nicht sein, dass hier in Deutschland jetzt neue Atomraketen stationiert werden, die dann Russland angreifen könnten. Es ist alles irgendwie unfassbar. Die Grüne Partei ist eine Kriegspartei geworden. Wir stufen alles unter dem Klimawandel, den Deutschland sowieso nicht alleine rettet. Keiner geht vor. Und solange wir hier, solange der Klimarat China als Entwicklungsland einstuft, brauchen wir hier eigentlich gar nicht weitermachen, weil die Welt, ne, die dreht sich ja, die machen ja, alle Länder müssen dabei beteiligt sein. China ist dann hier für mich der größte Umweltverschmutzer mit ihren neuen 16 neuen Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken. Wo lagern die denn ihren Atommüll? Aber Hauptsache, wir haben dann billig hier Weihnachtsartikel, Plastikartikel, billige Kleider, billige E-Autos, billige E-Roller, billige E-Fahrers und was weiß ich noch alles, was da aus China kommt. Und unsere Wirtschaft geht hier kaputt. Keiner kann sich das mehr leisten. Die ganzen Solarpaneele kommen alle auch aus China. Die ganze Computertechnik, die ganzen Halbleiter, alles aus China oder aus Fernost. Das muss man sich ja ganz klar vor Augen führen. Wir sind nicht mehr imstande, hier selber was herzustellen. Jetzt wird Intel auch nicht hier in Deutschland bauen. Mal gucken, wie lange Tesla bleibt. Und hier Northvolt hier aus Schweden. Mal schauen, ob die auch hier weiterbauen, weil da gibt es auch schon finanzielle Probleme, Schieflage überall. Wir werden sehen. Und die billigen Batterien kommen ja auch aus China. China ist ja die neue Weltmacht, Handelsmacht sowieso. Und Amerika und hier unsere europäischen Länder gehen peu à peu den Wohlstand, geht die Wirtschaft peu à peu alles runter. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Jetzt haben wir hier einen neuen Kanzlerkandidaten, Friedrich Merz. Ich nehme mich kurz mit. Bleibt bis zum Schluss dran. Und ich sag mal, rein in die Grafiken. So, hier, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich hier bei der Süddeutschen Zeitung.de, Politik, Union, Kanzlerkandidatur. Ne? Merz wird Kanzlerkandidat der Union, Söder verzichtet. Vor 2 Minuten, ne, heute ganz aktuell. Hier, Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und unterstütze dieses ausdrücklich. Zitat von CDU/CSU treten Berlin vor die Presse. Sie sehen den Statement in Livestream. Also ich denke mal, das wird wohl hier Herr Söder gesagt haben. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt nicht auch nochmal nachgetreten wird, wie damals bei Armin Laschet, wo der Söder hier in richtig hier fertig gemacht hat. Und das hat auch dem Herrn Laschet die Kanzlerkandidatur gekostet. Ne? Ganz klar, muss man so sehen. Die Entscheidung in der K-Frage ist gefallen. CDU-Chef Friedrich Merz, Mr. BlackRock, muss man immer dabei sein, der kommt vom BlackRock und hat 10 Jahre bei der CDU nicht gearbeitet, war nicht da tätig, war im Vorstand von BlackRock Deutschland. Wird die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahlkampf 2025 führen. CSU-Chef Markus Söder überlässt Merz die Kandidatur. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag in Berlin erklärte Söder seinen Verzicht und versicherte Merz seine volle Unterstützung. Zitat, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und unterstütze dies ausdrücklich. Zitat Ende, sagte Söderlein in Berlin. Es kommt mal runter. Henrik Wüth hat ja hier schon vorher abgesagt und das ist jetzt alles hier vor der Brandenburg-Wahl, die ja sehr wichtig ist, weil ja hier die Altparteien zusammenhalten, SPD, CDU, Grüne, BSW gehört, nehmen wir auch mal dazu, gehen wir aber gleich mal da rein. Es kommt mal hier runter. Ne, das hat Stil und Größe, genau, und unter Merz wird sich nichts ändern, weil das ist Merkel 2.0, ne, hier kommt nochmal Laschet, nicht wiederholen, ne, das darf sich nicht mehr wiederholen, wir werden sehen, was denn da passiert, die Union müsse mit geschlossenen Reihen in den anstehenden Wahlkampf gehen, Zitat Ende, der Vorsitzende der Wissens CDU-Landesverband Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat sich bereits für Merz ausgesprochen. Am Dienstag pries er den Rückzug von Wüst als ein ganz starkes Zeichen für die Geschlossenheit der Union, Zitat Ende, das habe Stil und Größe. Ja, das ist die Frage, es geht ja auch um Inhalte, wenn ich dann höre, dass wir bis 70, 80 arbeiten müssen, wie steht die CDU mit der ganzen Einwanderungspolitik, mit der Kernenergie und, wird das alles zurückgedreht, dann sind wir hier schon bei der AfD und ich wette mit euch, die werden sehr viele Themen der AfD übernehmen, das heißt also, die werden hier versuchen, die AfD im schlimmsten Fall die ganzen Wähler wegzunehmen, aber
mit wem will die CDU denn zusammen regieren? Na, wir gehen jetzt mal in die Umfragen rein, das ist viel interessanter. Kommt dann noch was, hier machen wir mal die Bilder schön. Das kann ich hier gleich noch groß machen. Na, wir werden sehen. Ne? Ich gehe mal hier raus. So, das sind die neuesten Wahlumfragen von gestern. Jetzt ist die CDU, CSU stärkste Fraktion, stärkster Block. Die werden dann auch, ja, das machen wir ja jetzt auch nicht. Wir machen ja jetzt auch nicht, wer die Wahl gewinnt, muss nicht den Kanzlerkandidaten stellen, wenn die keine Partei finden. Vielleicht gibt es ja nachher nochmal eine Brandmauer gegen die CDU. Ne, aber mit wem wollen die denn zusammen regieren? FDP ist nicht mehr drin. BSW kann ich mir sehr schwer vorstellen. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was jetzt in Thüringen passiert, ob hier eine Brandmauer ist zur BSW. Und die Grünen bei 11%, das sehr erstaunlich ist. Wer wählt bei dieser Wirtschaftslage, bei dieser Wirtschaftssituation eigentlich noch die Grünen? Das sind also, wie ich immer sage, die ganzen Neureichen, die ganzen Woken, die mit ihren Lastenfahrrädern und Elektroautos hier meinen, denen gehört die ganze Straße, oder die haben jetzt hier Deutschland gerettet oder meinen hier das Klima zu retten und fahren dann hier Elektroräder und Elektroautos aus China und die mit dreckiger Kohlestrom, mit dreckigen Kernkraft hergestellt worden sind und mit dreckigen Schiffsdiesel über den Atlantik gekarrt werden. Das muss man denen ganz klar mal so vor Augen führen. Und aber ist halt diese Woke-Szene, SPD auf absteigenden Ast, aber immerhin noch 14%, AfD 17 und natürlich CDU bei 32,6%. Ja, das heißt denn, entweder bekommen wir hier eine GroKo oder hier, das ist halt Jamaika vielleicht, wenn die Grünen dabei sind, wenn die Prozentzahlen nicht reichen sollten, wenn die SPD noch weiter einknickt. Im schlimmsten Fall natürlich mit der Wagenknecht-Partei, und somit ist denn die AfD die stärkste Oppositionspartei im nächsten Bundestag. Ne? Das sind denn die Konstellationen. Blau fällt raus, wie gesagt, eine GroKo oder die Grünen, Stand jetzt. Ne? Und so wurde dann gewählt, klar, CDU hat gewonnen, AfD auch, SPD verliert 11,3%, Grüne 3,4%, Wagenknecht plus 8,1%, FDP nicht mehr drin mit minus 7,5%, die Linke, wenn das hier noch so bleibt, wenn die FDP gescheit ist, lassen jetzt die Ampel platzen, damit wir vielleicht direkt Neuwahlen bekommen, um sich selber zu retten. Das müsste man so sehen, könnte passieren, aber wie gesagt, Scholz ist nur noch ein Übergangskanzler, das ist jetzt nur noch ein Jahr, dann ist das hier durch, ne? Ist ja in einem Jahr die Wahlen. So sieht das hier in, Entschuldigung, jetzt ein Jahr vor der ne? 28.09. wird gewählt und kann noch viel passieren, aber die Ampelregierung hat hier überhaupt keine Mehrheit mehr. Eigentlich müsste man bei einer direkten Demokratie, würde das Volk diesen ganzen Spuk sofort ein Ende setzen, aber wie gesagt, das ist nicht gewollt. Die CDU will auch keine direkte Demokratie, weil die meinen ja, die sind die Volkspartei, die würden hier das ganze Volk vertreten. Das sind 32,6%, aber alle auf der linken Seite. Ja, das ist so. Das wird auch so bleiben und das ist auch keine Partei der Mitte, weil wir werden sehen, wenn die nachher mit den Grünen wie hier in Nordrhein-Westfalen zusammengehen, dann geht die ganze Politik so weiter wie unter der Ampelregierung. Meine Meinung. Jetzt gehen wir mal nach Brandenburg. Ja, und das sind die Umfragen hier von Brandenburg, und hier sieht die CDU, ist hier nicht stärkste Fraktion, ja. Die liegen bei 15%, fast die Hälfte weniger als die AfD. Und genau diesen Trend möchte man jetzt mit dieser Aktion von heute, Geschlossenheit, Kampf, die Brandmauer noch höher ziehen in einer Demokratie. Mit Gewinnerparteien redet man nicht. AfD, ne, ist ja rechtsextrem, die vertreten rechte Sachen. Aber man macht ja so, als wenn die AfD für alle schuld ist. Die AfD regiert nicht. Und da kann man nicht sagen, wenn die AfD regieren würde, dann würde es noch schlimmer werden. Wir haben 16 Jahre Merkel gehabt. Und jetzt CDU, 16 Jahre oder 8 Jahre CDU, Gott bewahre uns, wie gesagt, geliefert wie gewählt, es wird sich nichts ändern, hier
kann man jetzt, ne, die gewinnen auch dazu, die SPD, aber FDP unter ferner Liefen ist bald eine tote Partei, die Linke genauso, die Grünen kämpfen noch ganz knapp um den Einzug und dann haben wir hier ein Viererbündnis mit der Linken 2.0 und ja, wie gesagt, beide Stimmen für die AfD, kann ich nur sagen, um hier eine Veränderung reinzubekommen, schaut euch das mal an, alles was blau ist, ist nicht machbar. Ne, blau ist ja die Brandmauer, das fällt dadurch nicht stattfinden, das schon mal gar nicht. Ne. Hier, dann haben wir dann nur SPD, CDU und Wagenknecht-Partei. Jetzt sollten die Grünen reinkommen. Anpassen. Wir werden sehen, haben wir noch Plus, Minus. AfD wäre der klare Gewinner mit der Wagenknecht-Partei. Die haben direkt 13,8 und Grüne müssen noch kämpfen. Der Rest ist nicht mehr dabei. Dann geht es ja vielleicht nachher noch um Direktmandate, was da getrickst wird, gekauft wird. Das möchte ich gar nicht wissen. Habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Das ist alles unfassbar, damit in den einzelnen Wahlkreisen der und der Kandidat nicht antreten soll oder kein Wahlkampf gemacht wird. Das ist dann halt die schmutzige Politik, die dann so im Untergrund agiert wird, wo die Öffentlichkeit nicht darüber berichtet, nicht in Kenntnis gesetzt wird. Ne? So sieht's aus und ich denke mal, das wird vielleicht nochmal einen Einfluss haben auf die Brandenburg-Wahl. Ich will es nicht hoffen, aber hier darf, eigentlich muss die BSW auch unter 5% wieder fallen. Eigentlich nur noch hier, ne, AfD als neue Volkspartei im Osten auf jeden Fall. Und jetzt versucht man, sag mal nach, vielleicht nur noch zwei Blöcke und das hier werden die kleinen Parteien zerriemen. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass die Grünen keine Regierungsverantwortung mehr bekommen. Und BSW, schaut euch die einzelnen Figuren an, die einzelnen Personen, wo die herkommen, meistens Linke 2.0, aus der linken Partei oder halt No-Name, die keiner kennt. Gut, so ist es, aber wir werden sehen, was am Sonntag passiert. Ich werde ja darüber auch berichten, vielleicht sind ja noch ein paar Tage. Und das soll es von hier jetzt gewesen sein. Also, wie gesagt, Friedrich Merz ist der neue Kanzlerkandidat der CDU-CSU. Und damit bin ich jetzt hier raus. Sag danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter und bis zum nächsten Video.